Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. Es geht, Dark Souls meine ich. Ja, schon wieder Versprecher, freudscher Versprecher. Naja, wir müssen uns wieder mal tierisch beeilen hier und wir haben dank neuester Erkenntnisse den Shortcut jetzt quasi ausfindig gemacht. Und sonst auch sehr viel. Was ist denn das? Das sind vielleicht die Ringe, die hier angezeigt werden, dann wenn irgendwie jemand Magie wirkt, weil ich Kleriker bin. Das kann sein. Durch neueste Erkenntnisse sind wir jetzt quasi zu dem Schluss gekommen, wo... Scheiße, das wird wieder nichts, ey. Das kann ja nichts sein. Scheiße. Ja. Das war ein Griff ins Klo. Das war alles sehr kacke. Und, naja, gut. Ah, nee. Wir haben 11 Flakons. Deswegen hat es vielleicht geleuchtet. Das kann sein. So. Wir haben jetzt den einen Turm, der quasi ausgekundschaftet. Wir könnten jetzt theoretisch auch da hoch, aber wir nehmen jetzt erstmal den weiteren hier, denn da haben wir es auch ein bisschen raus mittlerweile, also mehr oder weniger. So. Kommt ihr jetzt alle hierher? Das wäre super. Dann habe ich mich von der anderen Seite recht leicht das Spiel durchzukommen, das müssen wir ja letztendlich. So. Jetzt rennen wir ein bisschen. Und durch. Okay. Dann haben wir zumindest die Stelle hier. Und dann machen wir die Tür zu. Macht's gut. So. Dann können wir jetzt auf jeden Fall hier zu dem Turm da. Denn da ist dann auf jeden Fall der Shortcut, den wir auf jeden Fall brauchen werden. Für die nächste Folge. Für die Folge mit dem guten Möwe. Denn der macht mit uns dann den Boss Ornstein oder Ornstein und Smaug. So, da ist der Gute, den könnten wir eigentlich auch mal. Weiß ich nicht, ob mit denen so... Jetzt habe ich auch noch hier ein Telefon, ein Handyanruf. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist sehr, sehr ungünstig. Alles. Ah Gott. Ja, das sind die unten hier. Das sind die Leute vom Shortcut. So, jetzt müssen wir irgendwie hier rauskommen. Ja, scheiße, ey. Okay, 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 okay. Das ist ja hundskrass, ey. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Und dann haben wir... Wir müssen echt hier durchrennen. Es geht nicht anders. Ihr seht das, ne? Ihr seht das, Leute. Normalerweise würde man hier echt gut sehen machen können. Zumindest habe ich beim ersten Durchlauf hier sehr, sehr gut sehen gemacht, aber da sind die Viecher halt nur mal einzeln, ne? Und ich kann auf jeden Fall mit der Waffe momentan nicht 5, 6 Stück auf einmal machen. Das trifft sich sehr schlecht, würde ich mal behaupten. So. Ist da jetzt frei? Ja, scheint so. Dann laufen wir hier schön vorbei. Scheiße, da kommt jetzt noch ein Typ. Machen wir die Tür auf. So, machen wir die Tür zu. Scheiße. Oh Gott. Das wird jetzt ein Problem. Das könnte jetzt durchaus ein Problem werden. So, dann müssen wir das nämlich so machen. Ich trinke jetzt erstmal was. So, ein bisschen mehr. Dann rennen wir jetzt nämlich wirklich zum Shortcut durch. Bevor die anderen Viecher da kommen. Die zwei. Und die jetzt hinter mir her sind quasi. Und dann machen wir erstmal die Tür auf. Dann haben wir zumindest den Shortcut freigeschaltet und können da das dann machen. So, die kommen jetzt natürlich hier hoch. Ja, das ist klar. Warum kommt denn da nur eins hin? Oh Gott. Okay. So. Dann hier schnell vorbei. Ach so, der war schon oben quasi. So. Dann schnell das Zeug einsammeln. Das ist vielleicht ein Fehler. Komm, 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 komm. Ich bin so gierig. Oh, da sind die Nächsten, ey. Leck mich doch am Arsch, echt. So, und jetzt gehen wir hier wahrscheinlich auch drauf. Ja, ich hab's geahnt. Alter Vater, ey. So, der Shortcut ist frei. Und jetzt habe ich quasi noch mehr Leute, die mich direkt zu Beginn am Leuchtfeuer stressen können. Ist das nicht schön? Das ist sehr schön. Meine Fresse, ey. So.
Und dann schauen wir im Prinzip mal. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Dann können wir uns mal kurz. Ja, ist ja die Frage, wie wir das am günstigsten jetzt machen. Wir könnten die Shortcut-Tür. Ja, wenn wir die zumachen und sterben, habe ich ein kleines Problem. Dann möchte ich die wieder aufmachen. Wir machen das mal so. Machen hier mal frei. Mehr oder weniger. Müssen wir natürlich in Abständen machen. So. Scheiße, das war kacke. Ja, genau. Sonst hätte ich nämlich die Tür da aufgemacht mal. Und hätte die alle dahin locken können. Aber ich kann es ja auch beim Leuchtfeuer machen. Die kann ich ja im Prinzip auch wieder zumachen. So, geh mal bitte weg. Dann habe ich hier ein bisschen Luft, kann die frei machen. Und dann können wir uns mal den Dämonentitan. Scheiße. Das war die falsche Richtung. Onke. So, weg. Dann können wir nämlich hier mal wieder den Türentrick machen. Und eventuell den Dämonentypen uns da annehmen. Da ich keine Pfeile habe, muss ich das so machen. Aber der stackt ja hoffentlich eh auch so ein bisschen in der Tür. Und vielleicht haut das ja alles so hin, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Das wäre schon sehr schick. So, geht mal ein bisschen weg hier. Ich brauche euch nämlich nicht. Nicht so ganz, würde ich sagen. So, die blocken alle. Scheiße, jetzt müssen wir was trinken. Oh Mann, ey. Ja, das ist ein ganz anderes Spielgefühl auf jeden Fall. Ja, wenn du hier... Da geht ja echt die Pumpe. Oh. Alter, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich mach die Tür auf und dann steht einfach mal auf 6, ja. Ich habe schon 3 tot gemacht und es stehen trotzdem noch 6 da. Wie geht denn sowas? Das kann doch nicht sein. So, Seen einsammeln. Hier könnte man halt auch mal ein bisschen farmen. Also falls mir doch irgendwie früher oder später das Level fehlt, kann man hier schon ein bisschen farmen. Weil ich glaube, ich war ja, keine Ahnung, Level 60, als ich hier war. Es fehlt mir natürlich alles, weil ich ein bisschen jetzt gestorben bin zwischenzeitlich und Seen verloren habe. Von daher ist das alles ein bisschen sehr, sehr suboptimal. So, was sagt die Uhrzeit? Das ist halt die Frage, ey. Wann habe ich denn jetzt angefangen? Die letzten Male hatten wir jetzt irgendwie so 13, 14 Minuten. Das war perfekt an sich. Aber wie es jetzt läuft, das weiß ich nicht. So, ein nach dem anderen ein bisschen wegdeichseln. Und, ne, da würde ich sagen, machen wir... Wir brauchen ja an sich die Mond-Titan... Titanit. Brauchen wir im Grunde erstmal nicht. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge jetzt noch ein bisschen zu Ende hier. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit, ja, dem Endboss quasi und Dark Souls und 13 Möwe. Und das wird ein Knaller. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.